Pottrupp gefangen. Hat sich als sein Pottrupp-Nester rausgestellt. Leider Kamera im Auto vergessen. Kein Problem. Viele Bekannte getroffen. Besser so, dass ich die nicht filme, wie die Arbeit schwänzen. Für das Pottrupp. Zurück nach Pasing. Das war ein kleiner Ausschnitt. Vor ein paar Tagen, vorgestern glaube ich, war das 100er Pottrupp gefangen. Also bei uns war der richtig selten, bisher nur einmal aufgetaucht. Beim Gesteins-Event hätte er auftauchen können oder war bestimmt dort. Aber da hatten wir nicht die Pötzschneid-Idee, noch nicht. Ansonsten hätte ich auch 100er Ergodactyl jetzt. Echt schade, dass wir das damals noch nicht hatten. Aber Pottrupp bisher richtig selten gewesen. Einmal davor, glaube ich, in München gewesen. Und jetzt dann zum Glück zum zweiten Mal und bekommen. Und das Komische ist, wenn die einmal auftauchen, dann tauchen die danach irgendwie richtig oft auf. Weil am selben Tag, am Abend, kam nochmal ein 100er Pottrupp. Auch wieder Stunden-Spawn. Also echt komisch. Irgendwie sind die Pokémon endlange voll selten. Und dann, wenn sie einmal auftauchen, tauchen sie öfters auf. Auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Gute Defense soll der haben, habe ich gehört. Im Spiel soll der, also im Gameboy-Spiel, soll der echt gut gewesen sein. Und ich werde den auf jeden Fall irgendwann mal maxen. Ich habe ja wieder genug Sternstaub. Das ist ja eine Sache, die ich euch nicht gezeigt habe, den Fortschritt. Lasst euch überraschen, wie viel Staub ich habe. Aber eigentlich ist es gar nicht so viel. Und dann können wir wieder ein paar Pokémon maxen und pushen. Dann schauen wir uns noch schnell die Statistik an. Heute ein ganz kurzes Video nur, nicht so viel Zeit. Aber dann morgen geht es wieder richtig krass ab. Ich konnte gestern erst um 6:30 anfangen. 6:30 abends, meine ich natürlich, mit dem Spielen. Hab aber trotzdem fast 500.000 gemacht, was nicht schlecht ist. Ich habe sogar eine Stunde länger gemacht, als ich eigentlich hätte machen sollen. Danach war ich so richtig tot. Bis 11 habe ich dann noch gezockt, von 6:30. Die ganze Zeit mit Glück sei und über 500.000, also echt nicht schlecht. Gedreht Pokestops, aber da habe ich auch über 400 gedreht, beinahe 500. Und Pokémon gefangen, 450. Kein Softband kassiert, gestern Abend noch, also müsste jetzt eigentlich weg sein, vor allem weil ich tagsüber gar nicht gespielt habe oder fast gar nicht. Heute leider dasselbe, ich kann auch wieder erst um 6:30 anfangen. Dann mache ich wahrscheinlich wieder bis 11. Wobei morgen habe ich Zeit, das heißt, vielleicht mache ich sogar bis 12. Aber schauen wir mal, es ist schon richtig kalt geworden. Schreibt unten rein in die Kommentare, wie kalt es bei euch ist. Und entwickelt habe ich 80 Pokémon. Ungefähr eine Entwicklungssession und dann ein, zwei Pokémon dazwischen. Aber das war's von der Statistik. Fast die 100.000 Pokémon geknackt, gefangen. Ja, heute, ja, vielleicht knacke ich die heute, aber sehr unwahrscheinlich. Morgen wahrscheinlich dann easy. Und heute vielleicht die 58 Millionen. Fehlt noch 570.000, ja, müsste eigentlich auch machbar sein. Und dann Donnerstag, also morgen, ja, da schaffe ich sicher nicht 2 Millionen, aber 1, irgendwas. Und Freitag kann ich wieder nicht so viel spielen, da kann ich meistens nur entwickeln, also muss ich morgen dann genug Ressourcen machen. Aber sollte drin sein bis Freitag das Event. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer Event läuft. Habt ihr eure Ziele schon erreicht? Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ihr Level 40 geschafft habt und so. Die werde ich auf jeden Fall irgendwann am Ende in ein Video einbauen, so wie die Horrors. Ich hab noch kein Horror gemacht, aber freut mich für alle, die es bekommen haben. Und ich leide natürlich mit denen, denen ein 100er geflohen ist. Oder 98, 96 natürlich. Ich hatte selber noch nicht die Chance. Heute ergibt sich wahrscheinlich auch nicht die Chance, aber Donnerstag auf jeden Fall. Dann seht ihr mein erstes Horror, bisschen verspätet. Aber das war's von mir. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen und versuchen so viel zu grinden, wie es geht. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.